wieder Sandy, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin reichlich neu. Dies ist nun mein zweites Let's Play Video und ich will diesmal mehr auf die neuen Klamotten eingehen, die Ill-Gotten Gains mitgebracht hat. Ja, und vor allem die Waffen. Also ich mache so zwei Teile. Ein Teil für Frauen, Entschuldigung, irgendwie noch ein bisschen müde. Ein Teil für Frauen und ein Teil für Männer. So, für die, die schon den ersten Teil geschaut haben, also mein Mikro ist immer noch alles offen, also ich kann Push-to-Talk immer noch nicht benutzen. Ja, mal schauen. Wir trinken am besten wieder einen vorher, dann werden wir ein bisschen fitter, weil ich bin echt todmüde. Ja, mal gucken. Ja, ein bisschen schneller. Ja, also wie gesagt, der Wein ist von der Grafik her nicht wirklich realistisch. Also ich habe noch nie so eine Pampe gesehen. Und ich habe selber früher Wein getrunken, sondern nehmen wir noch einen Whisky, der sieht ein bisschen besser aus und flutscht besser. So, und denkt dran, Kinder, don't drink and drive, but wir tun es trotzdem. Ist mein Motto. Ja, aber nur in-game, please. Ja, bitte nicht nachahmen. So, reicht. Jetzt sind wir erstmal hätte ich ein bisschen dicht. Hoffentlich haben wir jetzt nicht zu viel indoors. Wir müssen nämlich jetzt fahren, wie gesagt. So, eine Rundtour durch die Küche machen wir diesmal nicht. Machen wir diesmal ein bisschen zackig, damit sich die Jungs diesmal nicht langweilen. Ja, und die das Wort der Stunde ist diesmal. So, dann gehen wir mal. So. Auch wieder, Update getreu mit dem Osiris, den ihr ja schon im ersten Teil sehen konntet. Für die, die ihn noch nicht geguckt haben, bitte, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn euch anschauen würdet und eure Meinung hinterlassen würdet. Ja, beziehungsweise ein paar Comments hinterlasst. Oder einen Daumen nach oben. Am besten wäre natürlich, wenn ihr mich abonniert. Das wäre natürlich mein Wunsch. Weil ich denke mal, umso mehr, ja, Leute kann ich wieder ansprechen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Wie gesagt, also ich, mit meinen Videos möchte ich auch nicht nur Männer irgendwie der Domäne näher bringen und zeigen, dass auch Frauen spielen können. Oh ja, die hat voll hinter der Kimmel. Die hat doch ihn weggekriegt mit zwei, also ein Glas Wein. Wie war das? Eigentlich heißt das doch Bier auf Wein, das lass sein. Naja, anscheinend Wein auf Whisky ist genauso risky oder so, keine Ahnung. Ja, Moment. Für die, wie gesagt, die das erste Video gesehen haben, die wissen ganz genau, ich kann ohne, ups, natürlich falsche Richtung, ohne die GPS nicht fahren. Ist auch ganz gut so, denke ich mal. Dass wir erstmal ankommen, ohne jemanden zu überfahren. Ja, oh, das ist wirklich, ja, die hat doch einen zu viel im Tee. Was zack ich hier, zack ich, weil irgendwie zieht sich das dann doch ein bisschen, wenn man so viel quatscht. Wollen wir mal ein bisschen schneller machen. Oh, geh da weg. Oh, das war knapp. Ich glaube, wir sind eh falsch abgewogen, beziehungsweise ich. Den nehmen wir jetzt mit, weil der hat Beweisfotos geschossen. So, wir sind da. Also nicht wundern, es gibt, glaube ich, drei oder vier verschiedene Läden. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, weil ich habe den Story-Mode noch nicht durchgespielt. Aber im Online-Modus sind wirklich bekommt man in jedem Laden dasselbe. Das sieht zwar anders aus, der Laden innen, und ne, die anderen Läden sind teilweise hochwertig. Das ist jetzt der Discount. Hab den aber jetzt nicht genommen, weil der ne, so besonders hübsch aussieht. Oder preiswert ist. Haut er mich gerade? Oh, wir müssen jetzt erstmal wegrennen, weil irgendwie boxt er mich gerade um hier. Der war doch ein bisschen sauer, glaube ich. Na, gehst du weg? Ah, jetzt geht er wieder. Ja, nein, das war nur am nächsten dran. Ne? So, jetzt müsst ihr uns eigentlich in Ruhe lassen. Und ich bin natürlich wieder zu schnell ausgestiegen. Die Türen stehen mal wieder offen. Die machen wir jetzt mal zu. Ich weiß ja nie, wer hier ankommt. So. Ich bin noch im Passive-Mode, also nicht wundern. Deswegen konnte ich mich gerade nicht wehren, sonst hätte ich dem erstmal einen hinter der Backen gehauen. Oder getreten, vielleicht sogar. So, aber Gewalt ist keine Lösung. Als erstes zeige ich euch diesmal die Uhren, denn in meinen Testvideos habe ich zuerst die Kleidung ausgewählt, da ich ja mich diesmal schon vorbereitet habe. Geht das mit der Kleidung etwas schneller und die Uhren können wir dann kurz durchswitchen. Also, ich zeige euch jetzt nicht die anderen Sachen, mir sind wirklich nur die Uhren wichtig, weil da gibt es wirklich schicke neue. Gucken. Also das hier wollen wir jetzt nicht genau beschreiben, das erkennt jeder. Mehr oder weniger. Ja, ne, hier sagen wir auch nichts zu.
Und das, die Uhr ist irgendwie... Oh, da, doch, jetzt erkennt man sie besser. Also ich finde, diese ist ein bisschen zu hell gehalten vom Ziffernblatt her. Man sieht die Zahlen echt schlecht. Ich glaube, eben als er den Arm ein bisschen rumgedreht hat, konnte man so, ja, die Zahlen besser ablesen, so ungefähr jetzt, ne? Jetzt denkt dann, starten wir wieder so lange auf der Brust. Ist nicht gut für eure Augen. So, die, naja, scrollen wir mal ein bisschen weiter, weil meine Geschmack sind jetzt die anderen größeren nicht. Ich bin eher hier so der Typ für diese kleineren Uhren. Die gefallen mir ganz gut. In Silber, Gold und was war das andere? Bronze, vermute ich mal. Nee, Rot-Gold. Sieht aus wie Bronze, aber egal. Wir kaufen uns jetzt keine Uhr, weil ich ziehe nämlich gleich eh was an, was irgendwie meine Uhr ja eh nicht zeigt. Also das ist egal. So, was anderes zeigen wir jetzt erstmal nicht. So, Jungs, jetzt ist erstmal der Frauenteil. Also ihr könnt gerne zugucken. Ich würde mich sogar sehr darüber freuen und ich denke mal, ihr könnt euch gerne auch was abschauen. Als erstes gucken wir uns mal also in meinen Tests habe ich vergessen, mir die Jacken anzuschauen. Deswegen schauen wir zuerst die neuen Lederjacken an. Und wie ihr seht, also ich weiß nicht, ob da Männer einen anderen Geschmack haben, aber so, also ich habe da ein echt, also ich finde die Grotten hässlich. Also ich würde jetzt keine 22.000 für solche Jacken ausgeben, auch nicht, wenn ich reich wäre. Und die hier sind auch nicht besonders gut gehalten für meinen Geschmack. Also sie sind schon, sehen schon besser aus. Sie haben es wirklich mit der Halskrempe und dem Pelz darum wirklich wunderbar gemacht. Ja, aber ich finde dieses hier. Na, da guckt die Wampe dann mal eben raus. Irgendwie sieht man daran aus wie eine Wurst oder wie ein Rollmops, keine Ahnung. Also wenn hier unten das Fett rausquillt, wisst ihr, was los ist. Ja, also irgendwie fällt mir dieses Bauchfrei nicht. Es kommt vielleicht besser, wenn man jetzt einen Top darunter trägt, statt ein T-Shirt. Ich weiß nicht, müsste man testen. Das machen wir aber heute nicht, denn ich habe mir nämlich... Achso, ich wollte noch die Über... Die habe ich vorhin per Zufall gesehen, habe ich gar nicht dran gedacht. Die Überzieher sind natürlich auch Jacken. Ich finde die hier ganz gut gemacht. Also ich glaube, das ist sogar, wie nennt sich das? Filz, glaube ich. Und die sind wirklich schön. Also jetzt Filz. Die sehen jedenfalls aus wie Filz. Und ich finde die ganz cool. Also da würde ich mir schon eine von kaufen. Die wirklich vom Schnitt auch, vom Kragen. Ganz toll. So, aber ich habe mir ja so, jetzt kommen wir nicht zum, ne, wichtigen Teil. Ups, na, ich wieder, ne? Ich habe mir eine, also lass mal aus, einen Kapuzenpullover ausgesucht, diesen hier. Weil ich finde, der sieht ganz cool aus. Mal was anderes. Also jetzt im Real Life würde ich nicht tragen, weil ich bin zwar auch nicht so der farbenfrohe Typ, aber schwarz ist denn doch nicht meins. Aber ich finde hier dieses mit dem Skelett ganz cool. Also, habe ich eben Totenkopf gesagt? Egal. Ich finde es mit dem Skelett ganz witzig. Ja, ganz witzig gemacht. Also jetzt, der hat mir nicht so gefallen. Ja, die anderen, naja, die lassen wir jetzt mal weg. Das könnt ihr euch in Ruhe selber angucken. Entschuldigung, wie gesagt, ihr hört alles. Auch wenn ich gehe, ne? Ich werde mir nach dem Video erstmal voll den Kaffee reinziehen. Also, na, besseres geht nicht. Normalerweise früher habe ich dann immer Nuttenfrühstück gehabt. Das heißt, die drei Ks, Kaffee kippen und das andere nennen wir jetzt eben nicht. So, jetzt haben wir den. Suchen wir uns mal einen Pullover aus, beziehungsweise, Pullover aus, einen Rock oder eine Hose aus. Erstmal zeige ich für die Mädels, ich zeige euch mal, ach, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht, für die Mädels, hätte ich überhaupt so einen riesen Bogen brauchen, ich hätte mich, glaube ich, was umdrehen brauchen, was? Die Kleider will ich euch mal zeigen, weil da habe ich eine große Kritik an Rockstar Games. Also die sind wirklich langweilig. Also die sind jetzt schon schön von der Farbe her, muss man sagen. Aber irgendwie der Schnitt, alles gleich. Alles gleich. Und wie gesagt, alles ist gut. Es sind 6 Kleider. Ich weiß nicht, ob da noch welche kommen, aber ich denke mal nicht, weil irgendwie das anscheinend Teil eines Updates war, wo ich noch nicht gespielt habe. Aber ich finde die jetzt nicht, ich würde die, wie gesagt, ignorieren. Ja, aber ist ja auch Geschmackssache. Es gibt bestimmt Mädels, die dieses Spiel gerne zocken und dann dieses Kleider auch nutzen. Aber jetzt, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, wählerischer. Sie schüttelt auch schon den Kopf, habt ihr gesehen. Also die hat es aber auch schon jetzt hier. So, jetzt suchen wir uns natürlich das, wie gesagt, ich habe mir einen Rock ausgesucht. Wir machen jetzt auch ein bisschen flinker, damit die Jungs sich nicht langweilen. Ich habe nämlich so einen Palettenklopfer, Rock war das, glaube ich. Irgendwie nuschel ich immer noch. Wie gesagt, ohne Kaffee geht gar nichts. Irgendwie habe ich jetzt doch die falsche Richtung gescrollt. Also wie gesagt, ich bin eh schon da oben. Da ist er. Also ich finde, der passt wunderbar zu dem Pullover. Und ist ja jetzt eh Mode. Oben lang, unten kurz. Also früher war hinten lang, vorne kurz. Jetzt ist oben lang, unten kurz. Und ja, die Kids wundern sich dann, wenn sie halt im Sommer oben... ja, nicht im Sommer, aber bei denen ist immer Sommer und Winter zugleich. Entschuldigung.
Und die wundern sich, wenn sie dann oben halt sich in abschwitzen und unten rum sich was abfrieren. Ist natürlich bei Frauen jetzt nicht so tragisch, aber beim Mann doch schon eher. Und es gibt ja auch kurze Hosen. So ist nicht. Also es sind nicht nur die Mädels, die so rumlaufen. Ja, und wir passen uns mal der Mode an, ne? Anscheinend ist es ja angen. Wofür habe ich es heute mit dem Telefon anrufen? Den geht weg. Ich hatte eigentlich vorhin Einstellungen geändert. Also irgendwie. Okay, das war das Internet, das wollen wir nicht. Dass ich eigentlich den Sound gar nicht hören sollte. Irgendwie habe ich das. Will es auch gar nicht so, wie es soll. Es ist angewiesen, oder? Muss ich hier vielleicht? Ach, hier! Na! So, Klappe jetzt. Die stören ja immer zur ungewissen Zeit. So, jetzt noch schnell ein paar Schuhe und eine Brille. Dann sind wir eigentlich fertig. Also, ich gehe jetzt diesmal nicht genauer auf die Schuhe ein. Ich glaube, das mache ich irgendwann mal extra. Weil, das ist ja dann auch ein bisschen irgendwann langweilig wird für die Jungs. Das kann man, wie gesagt, noch in extra Let's Play nochmal genauer unter die Lupe nehmen. So, ich hatte mir nämlich ausgesucht, Skateschuh mal wieder. Na, ich bin ja total. Ja. Ich glaube, war das Skateschuh? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich müsste lügen. Doch, da sind sie. Ich finde es ganz schick, weil das ein guter Kontrast ist im Vergleich zu schwarz. Und noch mehr schwarz. Ja. Und noch mehr schwarz. So, und deshalb, man soll ja nie das Augenmerk komplett auf die Füße legen, weil, ne, wenn man große Füße hat, ist scheiße. Also ziehen wir uns noch eine Brille über. Da hatte ich auch eine ausgesucht. Ich weiß bloß jetzt nicht, ob ich jetzt schon wieder falsch bin. So, ne? Ich verbuche mir sogar Online-Brillen. Das war witzig. Ich hatte eine gefunden vorhin, die ich nicht mehr wiederfinde, die ich aber eigentlich aufsetzen konnte. Also, ich glaube, es war die. Ist doch merkwürdig. Das kann ich hinhauen. Na egal, aber es gibt so eine ähnliche. Wo war sie? Nee, das ist sie nicht. Habe ich sie schon gehabt? Da ist sie. Nehmen wir halt die. Fertig. So, das Ganze speichern wir jetzt nicht. Es ist aber möglich, bei ihr hier, mit, wenn ihr bei über, genau, auf Speichert seid, gespeichert und Space drückt, könnt ihr halt hier, ne? Aber wie gesagt, mit der Maus irgendwie klappt es bei mir nicht, wenn ich hier was anklicke. Also muss ich immer die Taste benutzen. So, das machen wir jetzt nicht, da es, glaube ich, das hier eh schon ist. So, Jungs, jetzt seid ihr dran. Ja, genug geshoppt, beziehungsweise, ja doch, geshoppt. Kohle haben wir eh schon ausgegeben, jetzt gehen wir mal. Auto steht noch da. Haben natürlich keine Schramm am Auto. Nein, keine Schramm am Auto. Da, seht ihr Schramm? Nee. So, jetzt natürlich wieder mit GPS. Bisschen schneller am besten, weil ich glaube, die Jungs, die sind schon eingeschlafen. So, ist glaube ich auch kein weiter Weg und hoffentlich kommen wir diesmal ohne einen Unfall dorthin. Wie gesagt, ich bin noch im Passivmodus und irgendwie sich wehren ist da sehr schlecht. Ich habe aber auch keine Lust, jetzt auf aktiv zu gehen, weil hier doch einige Spieler gerade sind, ja. Und ich denke mal, da würde ich doch einen hinter die Backen kriegen. So, dann gehen wir mal hier hin. Oh, Tür schon zu. Und drin da. So, mal gucken. So, jetzt sind wir hübsch gemacht. So, jetzt erkläre ich eigentlich nur. Ich hatte mich auch ein bisschen darauf vorbereitet, weil ich hatte irgendwie die Gravuren erst nicht gefunden. Hier blöd, man winkt wieder, ne? Ja, wir fangen mal mit der schönsten an, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das war die. So. Bitte lasst es wirken. Was fällt euch auf? Ganz in Ruhe. Also es kann, mag sein, dass es den Männern oder Jungs gefällt, aber was mir da sehr ins Auge fällt, ist halt, ich habe lange nach den richtigen Namen für diese Farbe gesucht. Und ich finde, das ist einfach too much Kackbraun. Viel zu viel Kackbraun. Wie gesagt, also nicht mein Ding. Ich würde es jetzt nicht kaufen, weil, wie gesagt, ich finde, vor allem, weil das ja auch noch ein bestimmter Braunton ist. Und dann hier nochmal Kackbraun. Mehr Kackbraun. Und noch mehr Kackbraun. So, wenn euch eine Farbe für das andere Braun einfällt, könnt ihr es gerne in den Comments schreiben. Ja, wie gesagt, mir ist meine Kreativität hatte da ein Ende, weil irgendwie ist mir, ja, sagt mir die Waffe überhaupt nicht zu. Also, beziehungsweise die Farbe, also diese Gravur, die Waffe schon. Ich habe die sogar, glaube ich, eine ganze Weile benutzt, als ich den Karabiner, bis ich gerafft habe, dass ich mir den holen kann. So, dann haben wir noch als Vergleich die MP. Die hat dieselbe Gravur eigentlich nur ohne Kackbraun. Wie gesagt, ich würde gerne mal wissen, wie ihr dieses Braun benennen würdet. Ich glaube, das ist nicht. Es ist braun. Ja, sieht aber schon deutlich besser aus, finde ich. Also dieses, einfach dieses. Okay, nochmal nehme ich das Wort jetzt nicht im Mund. Ich wollte nämlich gleich noch was essen.
Ja, seht ihr? Das kommt davon. Sieht schon ganz anders aus. Ja, aber trotzdem, also kaufen würde ich es mir nicht. Mein Favorit war eigentlich, ich glaube, ein anderes mir jetzt auch nicht ins Auge gefallen. Ich glaube, noch eine gab es nicht, oder? Gab es noch eine? Den habe ich eh nicht. Ich glaube, noch eine Gravur gab es nicht. Doch, hier glaube ich, das Scharfschützengewehr hatte noch eine. Die finde ich gar nicht mal so schlecht, obwohl die auch ein bisschen, naja, nicht wirklich. Ist kein Kackbraun. Ist ja eher Holz, ne? Sieht man ja eigentlich auch, ist ja, steht ja auch da, Holzgriff. Weil hier ist ja auch eine ganz andere Struktur und das ist auch eher, keine Gravur kann man es gar nicht nennen, finde ich. Das ist reingeschnitzt. Steht ja auch da, wie gesagt, geschnitzter Holzgriff. Und sieht auch schon ein bisschen edler aus, also ist ein bisschen angenehmer. Ich dachte aber jetzt, keine Ahnung, das wollte ich mir glaube ich schon eher kaufen. So, dann gehen wir mal. Der guckt hier natürlich wieder blöder. Ja, genau, Heini Fred. Die AP-Pistole ist mir besonders gut ins Auge gefallen. Na, sagt mal, ins Auge gefallen. Denn ich finde die Gravur richtig Hammer. Also die ist mein Geschmack. Der Löwe schon alleine ist mein Sternzeichen. Okay, ihr seid Männer, wahrscheinlich ist euch in den Sternzeichen voll wurscht. Aber halt, mir sagt es dadurch sehr zu. Auch die Elfenbein-ähnliche, der Elfenbein-ähnliche Griff. Okay, jetzt diese extra große, dieses extra große Magazin ist jetzt nicht so mein Ding, weil vom optischen her. Aber es gehört ja leider nochmal dazu, weil es sieht irgendwie immer aus, als würde was rausfallen. Aber wie gesagt, es geht ja jetzt um die Gravur. Es geht ja um nichts anderes. Und außerdem ist die Waffe ganz gut im Drive-By-Shooting. Also ich finde sie optimal. Ich habe anfangs immer die MP-Benutzer festgestellt, dass irgendwie ich öfter nachladen muss. Und auch die Schusskraft irgendwie, also mein Gefühl nach die Schusskraft extrem scheiße war. Ja, wie gesagt, hier Elfenbein, ähnliche Farbe, also Griff. Das ist natürlich wieder tolles Deutsch, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, eigentlich wunderschön. So. Mal, könnte ich das nochmal genauer angucken. Leider ist ja nur eine Gravur wählbar. Ansonsten, ne, die verschiedenen Farben. Ich weiß ja zwar nicht, warum ich jetzt kein Pink habe, aber eigentlich habe ich immer Pink. Ist ja egal, ne? Wir sind jetzt auf der Männerseite, was das da. Gibt es was im Angebot da hinten? Leider nicht für uns, oder? Zeigt der mir gerade einen Mittelfinger? Alter, ach, das ist die Billigknarre. Ich glaube, mal haben wir uns nicht gekauft. Ey, den kaufen wir uns mal. Na, Ben, wir müssen ja ausgerüstet sein. Hatte ich nicht eigentlich schon Hammer? Eigentlich habe ich. Na, egal. So, ich glaube, hier gab es auch nichts. Also, es ist ein bisschen komisch, weil irgendwie ist für die neue Waffe keine Gravur da. Entweder kommt das noch, aber dann wäre ja hier irgendwo was, ne? Vorgesehen dafür, keine Ahnung. Gucken, hier wird es auch nichts geben, denke ich. Ne, nur verschiedene Farben. Ich glaube, das macht ja auch die Signalfackeln aus, die Farben von den Pistolen. Ich habe natürlich hier, ne? Bisschen Ladylike. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts mit Gravur. Die haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob die vielleicht, keine Ahnung. Also der Karabiner schon mal nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil den benutze ich eigentlich am meisten. Ja, finde ich ein bisschen traurig. Und ja, wie die Platin. Der Platin-Farbton sieht hier ein bisschen merkwürdig aus. Finde ich jetzt. Gold ist auch nicht mein Ding. Egal, Pink ist, ne? The New Black. Ja. So, ich glaube, das war's, Jungs. Von meiner, also von den Waffen her. Das Neue ist hier ja leider nicht, ne? Immer dasselbe. Also immer dasselbe. Hört sich jetzt blöd an. Von jemandem, der 4 Wochen lang spielt, maximal. Ich meine das jetzt nicht negativ. Also ich, wie gesagt, hier ist nur halt nicht mehr, ne? Ich habe ja noch eines zum Freischalten. Zum Beispiel hier die Panzerfaust, die Minigun, auf die bin ich ja schon ganz gespannt, weil die ist ja bestimmt der Hammer. Und hier das schwere Scharfschützengewehr, da freue ich mich auch drauf, weil ich schieße eigentlich ganz gerne hier in dem Spiel mit dem Scharfschützengewehr, wo ich das aber nur, obwohl auch, glaube ich, auch im PvP, also gegen andere Spieler, weil aus Erfahrung mit anderen Spielen, da hatte ich irgendwie nicht so das Händchen für Snipern. Hier geht's einigermaßen, ja, mal gucken, also mal abwarten. Dann gehen wir mal wieder raus. Ich denke mal, das war's auch von mir. Wir gucken, steigen mal noch in die Karre. Ja, der nächste Anruf. Gehen wir mal weiter. Wenn wir uns noch hier nicht verabschieden. Vor meinem Osiris. Klettern wir nochmal drüber. Wir haben ja wieder passende Schuhe an. Und, weil die Scheiben sind mal ganz, ne? Ja, wie gesagt, also wie war mein Satz beim letzten Mal? Wie verabschieden sich YouTuber? Ich habe keinen Schimmer. Deswegen sage ich, see you later, Alligator.
Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.